Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hero Zero. Mit dem neuen Mikrofon. Ich hoffe, es gibt eine deutliche Verbesserung. Beziehungsweise der Verstärker macht es hoffentlich nicht wieder kaputt. Denn ohne Verstärker ist es top und aber viel zu leise halt. Und deswegen gibt es jetzt einen Verstärker mit an dem neuen Mikrofon. Das ist ein Fat Hand, nennt man das. Da steckt man einfach direkt ans Mikrofon, dann kommt das Kabel, dann kommt das Mischpult und dann der Rechner. Leider ist das Mischpult immer noch das Billige. Sage ich jetzt mal billig, weil es gibt nicht viel her. Man kann hauptsächlich bei dem nur die Lautstärke regulieren, aber auch nicht perfekt. Also, Und falls es Störgeräusche geben sollte, ist es entweder der Fathead oder eben halt das Mischpult. Und ich tippe mehr so auf Mischpult. Aber das finden wir heraus, indem wir es natürlich ausgiebig testen. Und da ich gerade viel zu faul bin, hin und her zu switchen zwischen dem alten und dem neuen Mikrofon, werde ich jetzt einfach mal dafür sorgen, dass wir hier ein bisschen Beschäftigung kriegen. Direkt mal, wartet mal, habe ich die Booster noch? Ja, ich habe die Booster noch. Ich hatte ja bei dem kleinen Donutverkauf, den sie da hatten, gab es hier ein Angebot von 120 Donuts mit den beiden Boostern. Und zwar gegen die 14 Tage, das heißt bis zum 2.12. gehen die noch, beide. Was ich aber ein bisschen schade fand, ist, dass als ich sie gekauft habe, nicht lange haltbar waren. Das heißt, ich musste, auch wenn sie als Gutschein kamen, sofort einsetzen. Aber sowas von sofort. Und das fand ich ein bisschen, ehrlich gesagt, sehr, sehr schade. Ich hätte nämlich dann lieber so an einem Morgen oder so damit gestartet, damit die Nacht nicht verloren geht oder sowas halt mit den Stunden. Aber nein, man musste es sofort, aber sowas von sofort, das machen. Wir müssen mal kurz hier noch was starten, Mensch. So, und die Frage ist auch, hört ihr das Mausklicken und sowas alles? Das würde ich nämlich gerne herausfinden. Also ich habe es nicht vernommen, beziehungsweise bei meinen so Einstellungen jetzt habe ich es nicht mitgekriegt. Aber es kann natürlich sein, dass ich es irgendwie überhöre, weil ich geblendet bin von dem neuen Mikrofon. Ich muss aber auch noch lernen, damit richtig umzugehen, weil man kann nur vorne reinsprechen, also oben. Bei dem anderen ist es ja von der Seite sozusagen, aber hier ist es eben halt oben. Das ist eben halt ein Rode Procaster und da muss man sich wirklich erstmal dran gewöhnen. Und wir werden jetzt mal kurz gucken. Ja. Ich bin nämlich aus Versehen wieder nach oben gerutscht in die Superhero. Ja, ich wollte nicht. Ich wollte überhaupt nicht da rein. Nein. Aber damit ich trotzdem, weil ich ja hinter den Münzen her bin, trotzdem angreifen müsste. Oh, der Morgen heute, das ist... Meine Stimme ist noch nicht da. Sekunde. Ja, warm Kakao. Oh, das hilft echt. Das ist besser als Kaffee bei mir. Mein Lebenselixier ist geiler Kakao. Oh, oder ein Tee, obwohl Kakao ist besser. Vor allem zu der Jahreszeit. Da peppelt der Kakao mich gefühlt nochmal richtig auf. Und dann starten wir jetzt auch mal in die Kämpfe. Und zwar habe ich die 150.000 geschafft. Jetzt geht's auf 175.000. Und mein Team hat mir schon fleißig geholfen. Der Batman hat hier schon gekämpft. Sogar um die Uhrzeit, wo ich tief und fest geschlafen habe. Philo hat wunderbar geholfen, da Batman, Odi ist dabei, der hat sogar angefangen damit, das ist echt geil. Der Philo hier hat, also ich muss sagen, geiles Team, ne? Also Leute, der Hammer. Und der nächste, den ich angreifen könnte, ist auch nur Philo, die anderen sind hier alle noch viel, viel schlechter. Seltsamerweise, also ich weiß, ich kann mich daran erinnern, dass ich gegen Batman und so gekämpft hatte und nicht ganz so gut war. Die haben allerdings, glaube ich, auch jetzt die andere Rüstung an, weil es ja die Hero-Con-Woche ist, wo man
die Sonne Einsätze schon wieder machen muss. Also ich muss sagen, für jemand, der sich leider verskillt hat mit der Kraft und diesen verdammten Trank oder so im Shop nicht kriegt, um das wieder zu verlernen, ist echt angearscht. Also wirklich, das ist sowas von fies. Ich kann da nicht helfen, das ist gemein ist das. Ich will helfen, aber es funktioniert nicht, weil eben, ja, ich habe viel zu viel Kraft, auch mit einem Kondiset, also Konditions, ja, Rüstungsteilen, sage ich jetzt mal, bin ich nicht annähernd gut genug. Ich habe viel zu viel Grundkraft und das haut mich da jedes Mal weg. Egal, was für eine Rüstung ich anhabe, das macht dann wirklich überhaupt keinen Unterschied mehr. Deswegen ziehe ich mich auch nicht hin und her, sondern bleibe so, wie ich bin. Da können wir doch noch irgendeiner. Ja, komm, den haben wir auch noch mal um. Auch wenn ich bei dem hier ist es mehr so, auch wenn ich mehr eben halt hier an Skillung habe, hier sieht man es ja, bis auf Kraft habe ich alles viel mehr. Oder ein bisschen mehr, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem, ab und zu mal gewinnt er. Ja, mein Pet ist noch 18, aber trotzdem finde ich das schon schade, dass ich anscheinend nicht gut genug geskillt bin für dieses Level. noch die Trainingseinheiten, da wollte ich noch was sagen. Und zwar, ich habe es geschafft, auf 13 Belohnungen runterzugehen. Yay! Das ist voll toll! Das Problem ist, dass, soweit ich weiß, sind das wirklich alles Trainingseinheiten und alle über 10. Also 15, 13 sind die meisten. 12, so. Es ist schon ein Haufen Arbeit, das zu schaffen. Also es ist wirklich, ja. Ich habe das Wochenende versucht, das alles zu machen. Ich habe am Wochenende, glaube ich, 50 Trainingseinheiten geschafft. Also viel ist nicht mehr übrig. Also das ist, und es kam auch immer wieder was dazu. Man kriegt ja auch Belohnung, wenn man Trainingseinheiten gemacht hat. Das ist gut. So, aber jetzt erstmal zum nächsten Punkt. Und zwar Heldenversteck. Da hat sich auch einiges getan, muss ich sagen. Also für mich hat sich da einiges getan. Ich habe es geschafft, die nächste Arbeiter-Roboter-Verbesserungseinheit ja auf 19 zu schaffen. Dann ist die jetzt in Arbeit auf Stufe 20. Das heißt dann 90% der Baugeschwindigkeit ist dann da. Das ist doch mal der Hammer. Bevor ich das gestartet habe, habe ich bei diesem Bauplatz, oder auch hier, das macht bei mir keinen Unterschied, der kostete vor der Änderung, also bevor ich jetzt das oben angefangen habe, 13 Tage. Und wenn ich so überlege, dass der eigentlich, bevor ich oben den Raum angefangen habe, über 70 Tage hätte brauchen sollen. Und da dachte ich mir so, nee, es muss doch auch wie in Shakes and Fidget doch einen Raum geben. Und dann habe ich mich informiert, dann habe ich das ja mitgekriegt, dass der Arbeitsroboter-Verbesserungseinheit der Raum ist, den man eigentlich wirklich mal hochbringen sollte. Auch wenn er jetzt selber fast 12 Tage noch braucht, kostet das dann hier einen kleinen Furz. Das dauert dann gar nicht mehr so wirklich lang. Und da musste ich eben halt mich darauf konzentrieren und musste dafür sehr viel hier an Sparen und viele Kämpfe machen. Apropos Kämpfe. Wie sollten wir unsere Kisten fertig aufmachen? Ey, ich hab hier eine Strichliste. Das ist das 7. Mal in Folge, dass ich aus meiner eigenen Kiste dieses Ding hier kriege. Das 7. Mal. Also 7 Tage, eine Woche jetzt. Oh mein Gott, ich habe eine Woche lang nichts anderes aus dieser Kiste gekriegt. Oh. Wir kriegen hier schon wieder. Ach, können auch mit 17er starten. Das ist ein fast sicherer Sieg hier. Das ist ein 100%iger Sieg schon. Und wir haben die nächste Kiste. Und auch. Na toll. Also ich will mal sagen, Scheiße. Entschuldigt die Ausdrucksweise, aber das ist doch mal. Ich habe zwar jetzt so 520 Stück, aber es ist nicht wirklich toll. Das ist doof. Aber ich bin auch natürlich nebenbei auch an den Kämpfen. Die sind ja auch der Hammer, finde ich. Wir können aktualisieren. Ach, machen wir einfach mal.
Ich habe es nämlich geschafft, die 12.000 Ruhm, heißt das ja hier, zu knacken. Und jetzt habe ich auch 12.210. 18 haben wir noch. Willst du dir was antun? Nein. Ach. Ja, bis jetzt haben wir hier 200 Möglichkeiten und 100 Möglichkeiten zu lagern. Ich bin aber dabei, das Roboterlager auf Stufe 10 auszubauen. Das ist nämlich auch nochmal eine Heldentat. Das ist auch eine der, die hier zu sehen ist. Lagerhalle. Und gibt mir nämlich 30 Energie einen Gutschein. Das ist nämlich, finde ich zumindest, wahnsinnig gut. Dann habe ich nämlich mal geguckt, was könnte man hier noch machen? Was könnte man noch machen? Gegenstände umgenäht. 10 von 25. Also mache ich vielleicht mal, wenn ich die Münzen und so nicht mehr so wirklich brauche. Dann kann man da gerne mal was hin und her schneidern. Eine von 5 Mal pro Tag Mission erneuert, das ist nicht so mein Ding. Pro Tag Waren erneuert, 25. Da müsste ich unglaublich viele Donuts haben, um das machen zu wollen. Aber momentan sammle ich 20 Donuts, weil die noch ins Team gehören. 28 von 50 Gegenstände gewaschen. Was kriege ich denn da? Oh, 3 Fertigkeitspunkte. Apropos Fertigkeitspunkte, ich habe ja noch welche zu verteilen. Da wollen wir das doch mal nicht hier vergessen. Boah, hat ein bisschen was gebracht. Ja, hier Grundfertigkeit, Fähigkeit ist schon 1339. Gott, ich kann keine Zahlen mehr lesen. Zur Verteilung, die Sonne scheint voll ins Fenster und ich habe keinen Vorhang, kein gar nichts. Weil das ist eine ganze Fensterfront und ich habe hier zusammen gekniffene Augen. Ich sitze hier wie ja, wie ein blindes Huhn, sage ich jetzt nochmal. So, dann starten wir einfach das, weil es da noch was gibt. Ich habe hier schon seltene Sachen reingetan, weil die Bank voll ist. Und weil hier ja eingetauscht wird von dem seltenen. Das kommt ja raus, wenn ich ein neues episches Teil gefunden habe. Damit das hier in der Bank sicher liegt. Und ich habe jetzt nur noch 2 freie Plätze. Das ist genial. Was ich schade finde, ist davon, dass hier kein Teil nur Kondition hat. Kein einziges Teil. Nichts. Noch nicht mal die Verbesserungsteile habe ich damit nur Kondition. Damit ich das vielleicht noch hoch boosten kann. Wir führen so eine Liste nicht. Bisher hat es immer gut ohne geklappt. Aber es gilt natürlich weiterhin, was in dem Teambeschreibung steht. Keine Angriffe ohne Absprache. Genau, weil hier leider einer unseres Teams Mila angegriffen hat. Und ohne Absprache dürft ihr es nicht, sollt ihr es nicht. Mich dürft ihr angreifen, weil ich bin mir sicher, ihr könnt mich nicht besiegen. Also wenn Philo und The Real Batman mich zurzeit, während sie die andere Rüstung wahrscheinlich anhaben, nicht runterkloppen können, dann können die anderen das wahrscheinlich auch nicht. Wobei bei Isabella und ihr und hier Dirty Harry, glaube ich, das könnte auch noch interessant werden. Ich muss die mir mal angucken. Ja. Daneben geklickt. Ja, schon nicht schlecht. Ja, dauert nicht mehr lang, dann sind die besser als ich. Super. Ja, ich brauche 10 Donuts. Ein Donut brauche ich nur noch. Dann kann ich mir das leisten. Und dann sind das schon wieder die 10 Donuts eigentlich, die ins Team gehören. Aber ich kann keine Kiste irgendwie da drin lassen. Ich brauche die. Ich will sie haben. Ich werde sie mir holen, aber erstmal brauche ich noch einen Donut und das dauert. So. Das werden wir. Der hat nur Grips, okay. Gut, zu den Münzen. Ich habe jetzt ja ein Drittel. Ein gutes Drittel. Habe ich jetzt geschafft gehabt. Beziehungsweise habe ich geschafft. Ich spare ja auf die 300 Millionen. Das bedeutet für mich. Ein bisschen muss ich noch sparen, ein bisschen. Aber ich muss sagen, wirklich jetzt, ich habe wirklich am Wochenende 5 Millionen gemacht. Ich habe am Wochenende jetzt 5 Millionen gemacht. Von Freitag, Samstag, Sonntag habe ich wirklich 5 Millionen gemacht. Also für mich ist das wahnsinnig gut. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das geschafft habe, aber ich habe es geschafft. Und ich hoffe,
der Schwung nach oben, dass es schneller geht, bricht nicht ab. Und deswegen hoffe ich ja darauf, dass ich weiterhin viele Kämpfe hier machen kann. Viele Ligakämpfe. Auch wenn ich verliere, kriege ich ja trotzdem eben halt Münzen. Ich gucke, dass ich überall Münzen heranziehen kann und hoffen, dass es auch klappt. Gucken wir doch mal, kann ich ihn angreifen? Ja, kann ich. Der hat seine richtige Rüstung an. Oh. Okay. So. Die greife ich auch öfters an. 96 Ehre. Ja, das ist doch cool. Ja, das heißt nur noch 20.000, also etwas weniger als 20.000. 19.500, 19.400 wohl eher. Und dann habe ich das auch schon. Das, also, Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. So, aber auch noch zum Team nochmal. Die Aktivität, wie hier das sich gemeldet wird und so weiter, ist echt klasse. Allerdings habe ich in letzter Zeit auch gemerkt, dass welche sich nicht so oft melden. Ist klar, man muss sie nicht jeden Tag melden. Aber man merkt schon, wer am aktivsten und sowas ist. Und die sind auch mit einem, der da am vordersten hier. Zum Beispiel die HeroCon merkt man, wer hier am meisten mithilft. Oder es zumindest versucht, so wie ich. Ich habe nur 2 Punkte. Ich kann ja demonstrieren, wie das abläuft bei mir, wenn ich versuche zu helfen. Und gleich kommt Vorführeffekt. Ob ich Waffe drin habe oder nicht, macht auch keinen Unterschied. Ich habe alles getestet. Es ist einfach die Kraft, die total Banane ist. Ich habe jetzt hier mal gestartet. Eine, der ist Stufe 290. Und ich verliere. Überraschung. Ah, gegrillter Maiskolben der abgeschossenen Ernte. Abgeschossene? Abgeschlossenen Ernte. Ja, Tatsache. Ja. Yeah. Also ich habe ein paar Sachen hier und das ist das Beste, was ich hier, glaube ich, habe. Ja, das ist mit den beiden da. Und die Würfel gebe ich immer so ungern weg. Ich mag Würfel. So, den Affen haben wir natürlich, Bandenkampf haben wir den gekriegt. Also ich habe ihn gekriegt gehabt dort. Den skille ich, nachdem ich diesen Vogel hier, Harley, fertig habe. Ich mag einfach das Skillen von den Vögeln. Also das ist, beziehungsweise von den Pets da. Und es gibt beides einen Gegenstand. Und das ist näher am Ziel. Oh. Ja, der ist auch rot. Na gut, okay. Ich würde sagen, das ist auch erstmal für heute genug geredet. Ich werde dann gleich noch in Shakes & Fidget eintauchen, gucken, dass ich da euch was Neues präsentieren kann, was ich da vielleicht geschafft habe. Ehrlich gesagt, in Shakes & Fidget läuft es auch wahnsinnig gut zurzeit. Dann ist jetzt ja auch bald schon der Dezember, beziehungsweise es geht auf Weihnachten zu, während wir das ja jetzt hier Woche für Woche aufnehmen und ich weiß noch nicht, wie ich es schaffe, montags etwas aufzunehmen. Von der Weihnachtswoche bis zum Neujahr bin ich nicht zu Hause, beziehungsweise bin ich nicht am Rechner. Das heißt, da muss ich auch noch mir überlegen, es wird wahrscheinlich ausfallen, weil Feiertage, ne? Weihnachten, Neujahr. Ist ja nur ein Hobby eigentlich. Zwar ein sehr intensives Hobby, was ich auch sehr, sehr liebe und so weiter. Aber trotzdem, YouTube ist so ein Hobby, was ich... Wäre geil, wenn es sich selbst finanzieren würde. Aber so ein paar Peanuts mit der Werbung, das kriegt ihr ja sicherlich mit. Wem die Werbung stört, ihr könnt auch einen Adblocker da reinsetzen in eurem Plugins und dann kriegt ihr keine Werbung halt mehr mit, weil ich krieg ständig, also ich krieg öfters mal mit, auch bei anderen, oh, die immer wieder diese Werbung, bla bla bla. Ihr könnt es vermeiden, ihr müsst die gar nicht gucken. Es soll jetzt kein Aufruf sein oder so, aber es steht jedem frei, Werbung zu gucken oder nicht im Internet. Ist einfach so. Und wer die Methode noch nicht weiß mit dem Adblocker, dann informiert euch. Allerdings, wenn man Leute unterstützen möchte, guckt gerne die Leute, guckt oder sowas, wie ich zum Beispiel, dann gucke ich die Werbung.
Allerdings habe ich auch einen Kommentar gekriegt, dass die Werbung da, was war das, 4 Minuten lang ging. Für ein Video, was noch nicht mal eine Stunde ging. Das war ja wie fast schon Fernsehen, wa? Das Interessante ist auch, ich habe zum Beispiel meinen Trailer mal laufen lassen. Auf meinem Trailer ist Werbung, beziehungsweise ist mittendrin bei mir Werbung gewesen. Die ist nicht von mir. Sie ist definitiv nicht von mir, denn dort gab es nämlich ein Urheberrechtsclaim. Das heißt, da hat jemand den Anspruch auf die Musik erhoben. War klar, war auch vorherzusehen. Die haben aber die Werbung nicht vor, sondern mittendrin reingeschaltet anscheinend. Und dafür möchte ich mich entschuldigen. Das werde ich auch noch, denke ich mal, in der Infobox bei dem Trailer reinhauen, dass die Werbung nicht von mir ist, sondern wegen dem Claim eben halt, beziehungsweise wegen dem Urheberrechtsanspruch sollte das. Oh Mann. Oh Mann. Also ich find Werbung in einem Video furchtbar. Vor einem Video oder zum Schluss ist mir das egal. Aber in einem Video, wenn ich gucke, dann das ist ja fast wie Fernsehen. Mag ich nicht. Gut, die größeren YouTuber haben da kleinere Probleme. Die verdienen jetzt nicht mehr ganz so viel, weil ihre Videos gesperrt werden oder sonst irgendwas. Oder die Aufrufe fehlen. Also da gibt's ja, sieht man wirklich große Bewegung und viel passiert auf YouTube und so weiter. Aber manche kompensieren das, indem sie auf einem Video viel, 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 viel Werbung reinhauen und wirklich Aufrufe machen. Hier, ich brauche Teilung hier. Haut es raus, gib's in die Social Media rein. Überall verteilt es das Video, bevor es weg ist. Es ist echt schade eigentlich, dass sich YouTube so zurzeit wandelt. Aber ich beobachte das als kleine YouTuberin. Und schaue einfach mal, was passiert. Es gibt ja genug Plattformen, wo man hingehen kann, falls YouTube tatsächlich sich kaputt macht. Kann man, glaube ich, nicht anders ausdrücken. Die Plattform macht sich selber kaputt, beziehungsweise die Arbeiter, die da dran arbeiten und so. Ja. Ich denke aber, ich habe jetzt genug geredet und ich wünsche euch einen wunderschönen Montag, wenn ihr das heute seht. Wenn es rauskommt, kommt ja immer montags raus, die Folgen. Genauso wie Shakes and Fidget. Ich muss nämlich gleich noch Shakes and Fidget aufnehmen und ich habe ja das neue Mikrofon. Das heißt, ich muss es noch testen und suchten und gucken, ob es wirklich gut ist. Und das mache ich, indem ich Bemühe Final Fantasy suchte. Aber sowas von. Ich werde es sowas von suchten. Ich will nämlich langsam mal in der Geschichte weiterkommen. Wir sind ja beim, was ich zurzeit zumindest aufnehme, ist bei Maya. Und ich habe gerade Schluck aufgekriegt. Das heißt, ich höre jetzt lieber auf, bevor es jetzt noch schlimmer wird. Also, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss.